Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. In der heutigen Folge geht es um dieses Messer bzw. um die Schatulle dazu. Die Schatulle werde ich etwas anders bauen, also eine andere Verbindung, und zwar eine Fingerzinkenverbindung. Ich habe jetzt eine Fingerzinkenvorrichtung gebaut, da hatte ich mal ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch oben rechts. Und das Ganze habe ich jetzt als Schiebeschlitten gebaut, so dass ich dann immer dieselbe Einstellung habe, weil so ein Parallelanschlag, nicht Parallelanschlag, sondern so ein Winkelanschlag kann sich ja mal verstellen. Und deswegen habe ich gedacht, da baue ich einfach mal einen Schlitten dazu. Der ist auch fertig. Die Technik ist dieselbe, nur dass es halt auf so einem Schiebeschlitten umgesetzt wurde. So, zu viel gequatscht, fangen wir an. So, und hier ist meine neue Zinkenvorrichtung mit der alten Technik. Die Technik habe ich natürlich nicht erfunden. Das gibt es ja mehrfach auf YouTube zu finden. Ich habe das damals an einem Winkelanschlag gehabt. Das war nicht präzise genug, weil mein Winkelanschlag nicht spielfrei war. Und stattdessen habe ich mir das Ganze als Schiebeschlitten gebaut. Das heißt, wenn man es einmal einsetzt, dann ist es wiederholgenau. Es funktioniert picobello. Ich habe auch ein Teststück schon gemacht. Wunderbar. So, worauf wir jetzt achten müssen, ist, dass wir hier die Höhe vom Sägeblatt auf Materialstärke hochfahren und sogar ein wenig höher. So, dass man mit dem Finger wirklich die Spitze von dem Zahn führen kann. Jetzt nicht zu viel. Ja, doch, so ist okay. Unten liegt es bündig an, auch zu dem Stift hier. Der Boden ist schön gerade, alles klar. Dann können wir loslegen. Das, was euch jetzt auffällt, ist sicherlich, dass hier die Sägeblattstärke ist und hier am Ende es nicht genau passt. Aber das ist nicht so schlimm. So, das hier war unser letzter Schnitt und hier ist dieser ganz dünne Streifen übrig geblieben. Damit sich das hier nachher auf der anderen Seite ergibt, müssen wir das Stück hier einmal umdrehen, setzen dann das Gegenstück da dran. Moment, so rum und fangen an, den Schnitt zu machen. Und hier sehen wir, dass das ganz genau reinpasst. Einmal auf der Seite, wunderbar glatt und auch hier alles auf einer Ebene. Hätten wir das Sägeblatt einen Ticken tiefer gehabt, dann hätten wir wahrscheinlich nicht so viel abschleifen müssen, aber das nehme ich in Kauf, das ist absolut in Ordnung.
Und da haben wir jetzt unsere schönen Stücke. Ja, die sind alle gleich, gleichmäßig, wunderbar, sehr, sehr schön. Ach, wisst ihr was? Ich nehme einfach den Leim hier aus dem Glas, da kann ich nämlich schön hier reintupfen. Also einen dünnen Pinsel habe ich leider nicht. Machen wir hier schön von oben. Es muss nicht viel sein, Leute, weil, ich sage euch auch wieso, weil die Verbindung, die ist so fest, die ist wirklich so stabil, dass da ganz wenig Leim ausreichen würde. So, das haben wir. Jetzt geht's ab zu dem nächsten großen. So, ausreichend Leim. Jetzt darauf achten, dass wir die richtige Seite nehmen, ohne die Stücke jetzt abzubrechen. Ihr seht, der Leim tritt aus. Egal wie schmutzig jetzt die Werkbank wird, ich mache das jetzt einfach so. Jetzt nehmen wir uns einfach mal eine Zwinge und dann ziehen wir das zusammen. So, und wenn es nicht im Winkel sein sollte, wird das einfach auseinander, also in eine Diagonale, wird das jetzt erstmal verpresst. Und so lassen wir das jetzt erstmal trocknen und dann können wir gleich weiterarbeiten. So, und während der Leim trocknet, hobeln wir hier die Bretter mal ein bisschen runter. Nicht, weil die jetzt zu dick sind, sondern weil hier die ganze Aufschrift, die muss da weg. Und ja, am schnellsten geht es, wenn man es runterhobelt. Die mache ich erstmal sauber, dann geht es gleich weiter. Hier habe ich erstmal eine Glasplatte, damit ich hier eine 100%ige ebene Fläche habe. Ich werde hier jetzt mal das Schleifpapier draufkleben. Kleben wir uns das mal mittig auf, damit es nicht wegrutscht. Deckel, Boden ist fertig. Das Kästchen passt ebenfalls. Jetzt werde ich mir einfach mal das Teil hier vornehmen, denn da kommt jetzt eine Schablone. Dann haben wir hier die Mitte. Jetzt müssen wir natürlich die Mitte ermitteln. So. Und dann sollte das möglichst gerade sein, hier die gerade Kante von dem Messer, von der Schablone hier zur Holzkante. Und zwar müssen wir jetzt hier eine Kontur schaffen. Wenn wir das nämlich haben,
können wir das nämlich jetzt problemlos abziehen. Und dann haben wir nämlich die Innenfläche, die wir dann ausfräsen. Und das Äußere wird nachher abgeschliffen. Jetzt habe ich mir das mal hier drauf gelegt, um sicher zu gehen, dass es auch passt. Das passt. Ich habe das Stück jetzt mit doppelseitigem Klebeband auf die Werkbank geklebt. Das hält bombenfest, da bin ich mir sicher. So, jetzt habe ich hier die Ränder schön abgeschliffen. Hier habe ich noch ein bisschen Vlies. Was heißt bisschen? Das fasst eine ganze Rolle. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel habe. So. Ja, das geht eigentlich ziemlich gut. Das Überschüssige muss dann nachher vernünftig abgeschnitten werden. Eine neue scharfe Klinge. Und dann versuchen wir mal, oder die machen das am besten. Ja, das wird nicht so einfach sein. So, das ist jetzt nur ein bisschen Klebstoff und das muss natürlich auch ein bisschen abgekratzt werden. Ganz einfach, indem ich mit der Klinge hier ein bisschen drüber kratze. Ja, hat kein Spiel, sitzt fest drin. Unten werde ich hier einfach in den Boden diese kleinen Multiplex-Stücke verleimen. Das sind die sozusagen die Abstandhalter. Das wird man auch nicht sehen, da ich nämlich nachher das Ganze mit einem Deckel versehen werde. Das darf natürlich nicht überstehen, weil sonst kriegen wir nachher den Deckel nicht drauf. Das können wir ruhig umdrehen. Hier seht ihr den Spalt an der rechten Seite und auch an der linken Seite. Ich weiß nicht, wie der Fehler passieren konnte. Es ist passiert. Und genau das muss ich natürlich ein bisschen jetzt schön machen oder ein bisschen kaschieren. Und dafür habe ich mir diese dünnen Leisten zugeschnitten. Das war halt ein bisschen gefährlich, deswegen habe ich das nicht gefilmt. Ach ja. So. Zunächst werden wir den Boden verleimen. Diese kleinen Multiplex-Stücke, die dienen dafür, damit der Boden nicht runterrutscht. Und somit habe ich hier auch ein bisschen etwas mehr Fläche, um das Ganze zu verleimen. Das machen wir jetzt. Weil währenddessen kann ich mir nämlich Gedanken über den Deckel machen, weil ich hatte da eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Vielleicht fällt mir da was anderes ein. So. Machen wir schön satt. Tragen wir schön satt auf. So. Lege dann den Boden, das Brettchen auf. Messe hier meine 1 cm. Jetzt kann ich hier Gewicht drauflegen. Ja,
wenn wir das jetzt so wieder auflegen, ganz vorsichtig. So, jetzt heißt es wieder warten. Wenn das trocken ist, melde ich mich gleich wieder zurück. Trocken, ja, und alles an den Rändern geschliffen. Jetzt muss ich natürlich hier in den Innenbereich, da müssen wir die scharfen Kanten erstmal abschleifen. Jetzt nehmen wir mal uns hier so ein Magnet und legen es mal rein, um zu gucken, ob das auch passt. Das passt wunderbar rein. So. Lassen wir das mal hier reintropfen. Es braucht wirklich nicht viel. Dann müssen wir natürlich etwas nehmen, womit wir das dann da schön reindrücken können. Ja, man hört schon, der Kleber, der versucht natürlich irgendwo rauszukommen. So. Das sollte erstmal reichen. Jetzt gehen wir weiter zu dem nächsten. Wenn es zu viel ist, versucht es ja irgendwo rauszukommen. Und da das Loch ja ganz genau ist, die Bohrung, es ist dann extrem dicht. Somit hätten wir erstmal die Magnete eingelassen. Wir lassen das trocknen und kümmern uns jetzt mal um das Gegenstück. Wir legen uns jetzt das Brett, also den Deckel in dem Fall, jetzt so hin und zeichnen uns dann die Mitte an. Und jetzt machen wir dasselbe nochmal mit der kurzen Kante. Machen uns hier eine Markierung, hier eine Markierung. Übertragen das Maß bzw. die Markierung auf die Fläche. Bei den Magneten müssen wir natürlich achten, dass die auch schnappen. So, jetzt muss ich hier mal gerade schauen, welche Seite das ist. So. Auch hier nochmal schauen. Zieht an. Einmal umdrehen. Und reindrücken. So, dann nehmen wir uns Leinölfirnis. Das habe ich nämlich auch für das Messer genommen. Ist ja auch dasselbe Holz. Boah, scheiße, jetzt habe ich die Flasche so fest zugemacht. Ich kriege sie nicht mehr auf. Ja, das gefällt mir ziemlich gut. Ist nicht zu extrem. Das sieht auf jeden Fall gut aus.
hätte da jetzt vielleicht oben noch einen Griff machen können, aber ich möchte ja, dass das oben wie unten aussieht. So gefällt es mir am besten. Wenn es auch euch gefällt, liebe Freunde, gebt mir einen Daumen hoch, kommentiert, schreibt mir bitte mal, wie es mit der Fingerzinkenvorrichtung bzw. mit dieser Verbindung, wie es euch gefällt, was ihr eventuell anders machen würdet, ob euch hier zum Beispiel die Lösung mit dem Magneten, mit dem Deckel gefällt. Ja, es ist wirklich stabil, man sieht's. Man hätte natürlich da oben einen Griff machen können, habe ich aber weggelassen, weil das sollte vom Design her oben wie unten aussehen. Deshalb, ja, schlicht und dezent sollte das aussehen. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen. Das Projekt, wie gesagt, gefällt mir. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuschauen. In diesem Sinne würde ich mich jetzt von euch verabschieden und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Also, macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Tschüss.